Jo Leute, ich bin back am Start und heute zeige ich euch die besten drei Wege, wie ihr am schnellsten Geld machen könnt, beziehungsweise V-Bucks. So, und ich würde sagen, starten wir das Intro. So Leute. Der erste Weg, um ganz, ganz schnell Geld zu machen in Rett die Welt oder auch im normalen Modus, ist erstens, geht auf Auftragsmenü. Dann geht ihr hier auf Nebenoption oder Haupt, so. Na gut, neben. So. Und dann wird euch hier stehen zum Beispiel 100 V-Bucks, aber dafür müsst ihr eine Mission machen. Das heißt, so gesagt, ihr macht Mission, eine Herausforderung und kriegt dafür auch noch was, eine Belohnung. Ist ja wie im echten Leben. Ihr geht Rasen mähen und kriegt dafür dann auch noch mal halt Geld. So. Und hier könnt ihr euch das halt alles einfach holen. Ich mache das natürlich, ich werde es kann natürlich jetzt kein Beispiel machen. Aber hier könnt ihr euch theoretisch eure Waffen, ja, Waffen und V-Bucks alles holen. So. Ja, so, jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist nämlich der einfachste. Ihr habt sowas wie eine Sturmschild heraus. Ja. Ich habe jetzt Plankerton hier. Verteidigung 2. Habe ich erfüllt. Das ist ein ganz kurz für die, die es noch nicht wissen, die jetzt bald sich Rett die Welt holen. Sowas wie Sturmschildverteidigung werden nach einer Zeit immer schwieriger. Ich kann das mal irgendwie zeigen. Irgendwann steht bei mir hier Plankerton, Sturmschildverteidigung. Mal, wo ist das? Da. 6. Und 6 ist wirklich schwer. Das wird nach der Zeit immer schwieriger. So, das war der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, finde ich, meinerseits, ist der einfachste Schritt, den ihr bestimmt alle auch meistern werdet und bestimmt gemeistert habt. Einmal auf Battle Royale, Fortnite. So. Oh. So, hier könnt ihr schon sehen, ich kriege hier V-Bucks pro Seite. Das heißt jetzt so, ihr müsst euch den Battle Pass holen. Der kostet entweder 950 V-Bucks oder 2500 oder 800. Aber für alle, die jetzt sagen so, ja, ich hole mir jetzt, werde ich mir den Battle Pass holen. Macht das nicht, Leute. Wirklich, macht es nicht. Es lohnt sich nicht. Der einfachste Weg, kennen wir alle. Shop und die V-Bucks kaufen. Oder einen Skin und V-Bucks. Aber am besten holt euch einfach V-Bucks. Könnt ihr euch sowas wie im Shop holen. Solche krassen Sachen. Wie zum Beispiel so ein Ding. Ja, Leute, damit würde ich auch sagen, lasst ein Like, ein Abo da. Und Leute, für die, die es auch nicht wissen, wenn ihr, es wird bald sowas wie Designs kommen, sowas wie ein Halloweens, Valentinstags-Designs. Wenn ihr die haben wollt, einfacher Schritt, geht einfach in den Itemshop, gibt irgendeinen Creator-Code ein, meiner ist jetzt Revi Inside, und wartet dann ab bis zum 14. Das wird morgen sein. Für mich morgen. So. Ja, und das war's auch mit dem Video. Ciao.